So, hallo, kleine Aufnahme mitten im Aufräumchaos, das ich hier gerade so ein bisschen habe. Wir machen weiter bei Jump 2 und ja, ich versuche gerade meine Wohnung ein bisschen hier wieder begehbar zu machen. Huch, da fliegt mir auch gerade schon die Hälfte wieder entgegen, was ich hier hingestellt habe. Das wollte ich so nicht. So, wo waren wir denn? Nee, da waren wir ganz sicherlich nicht. Das sieht schon besser aus. Vielleicht sollte ich das mal überschreiben. Upsi. Okay. Genau, hier waren wir. Wir waren letztes Mal Veganer und das jetzt wäre einmal das Airport Terminal oder hier ein Teleport. Wir gehen erstmal zum Airport. Der Airport ist von Beaufort 3. Let's go. Oh, ist das ein Autorunner? Kriege ich die Messagebox? Ah, okay, der Hintergrund ist witzig. Der Hintergrund ist witzig. Let's go. Oh, das wird interessant. Hui. Aber normalerweise ist der Weg zum Flugzeug natürlich nicht voller Hindernisse. Wobei, na, die ganzen Rentner, die im Weg stehen und es da eigentlich eilig haben. Die kann man schon mal, da muss man schon mal immer meistens drüber springen am Flughafen. Wer kennt's nicht? Sag mal, wie mache ich das denn? Kann ich irgendwie nicht, also ich kann nur springen. Hey. Ich check schon den ersten Sprung nicht, also den zweiten. Was soll ich da tun? Wahrscheinlich so springen, dass er nach hinten weggezogen wird und nicht nach vorne. What? What? Ja, nee, eben nach. Ich denke, die andere Richtung musste gedrückt werden. Ja, genau, in die Richtung. Und dann, glaube ich, springe ich automatisch auf den nochmal drauf und dann funktioniert die Geschichte. Yes! Nice. Okay, und hier kann man warten. Oh. Kurz kann man warten. Ah, man muss es aber richtig timen. Okay. Da war ein A. Fast. Nee, das reicht nicht. Nee, ich muss, wenn die unten sind. Nee, wenn die oben sind. Oder das so ein bisschen in der Mitte. Ja, so. Okay. Der war dumm. Da reden wir nicht drüber. Hoch. Aber ich kann ja alles retten. Alles kein Thema. Yoshi rennt auch, ja? Oh mein Goodness. Okay. Der passt. Ach, da unten fährt Yoshi dann weiter. Okay, ist die praktisch die. Der fährt dann auf dem Gepäckband. Sehr gut. Jo, was muss ich da machen? Aber soweit sieht das alles passend aus. Aber was mache ich da? Was mache ich da hinten? Ach, jetzt sehe ich's. Der muss hier drauf schießen, aber wie kriege ich den? Hä?
Ne? Der muss irgendwie. Ah, verstanden. Oh Gott. So in die. Ich müsste mich aber drehen dafür. Ich kann. Okay, ich kann mich nicht drehen. Oh, ich muss ihn. Nee, muss ich auch nicht. Hä? Ich kann mich nicht drehen, sonst hätte ich ihn in die andere Richtung dann geschossen, gegen die Wand da. Aber er dreht sich ja auch nicht. Oh, wenn ich den Drehsprung mache, kann ich ihn in beide Richtungen werfen nachher. Das ist dann aber ja purer Zufall, in welche Richtung man ihn schmeißt. Es passt nicht mal. Hä? What? What? Oh, muss ich vielleicht. Ah, das wär ja richtig sick. Nee, das kann's nicht sein. Dass ich gegen die. Gegen das Ding da schmeißen. Nee, das haut nicht hin. Hä? Yo, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich habe das Gefühl, dass ich es nicht richtig mache. Oh, warte mal. Kann ich maybe Yoshi behalten? Ich wollte nicht diese Taste drücken. Das ist besser. Ne, Yoshi ist auf jeden Fall. Ich raff's nicht. Kann ich irgendwie Yoshi behalten? Fällt da auf jeden Fall runter. Und ich laufe in die Shell rein, wenn ich sie nicht in die Hand nehme. Hey, aber was soll ich da tun? Kann ich die ablegen oder was? Ich meine, ich sehe ja, dass da so eine Linie, also hier, da. Da ist ja diese Linie. Oh! Verstanden. Ich muss den Koopa nochmal dahin drücken. Falsche Taste. Oha! Aber wie? Ne, ich muss dem sozusagen. Ach so. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Lol. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Ich dachte anders, aber so geht's auch. Ah, so geht's auch. Ja, okay. Lol. Ah, das muss wieder getimed werden. Oh je. Ah, das ist so Trial and Error Zeug. Ich weiß halt nicht, muss ich jetzt auf ihn. Ja, okay. Oh. Oh, okay.
Okay, dann nehmen wir die Shell. Dann nehmen wir wohl die Shell mit. Und da ist wieder so eine. Ah ne, da muss ich die hoch. Ne, was muss ich da machen? Ich glaube, da muss ich die hochpfeffern. Oh, Mate. Ach so. Ich muss das mit Yoshi machen. Da muss der nämlich die Shell mitnehmen. Und dann muss der da auch noch mal... Was? Das erklärt nämlich, warum da unten noch mal ein Koopa fliegt. Zusätzlich. Alter. Ah ja, ich soll nicht immer Alter sagen. Daran erkennt Aggresse mein Salzgehalt. Ich bin gar nicht salzig. Alles... Oh mein Gott. Alles gut. Jo, brauche ich die Shell über... Wahrscheinlich brauche ich die Shell für irgendwas da drüben noch. Aber irgendwas muss die auslösen. Diesen Block muss die auslösen. Aber ich weiß halt nicht, was da ist. Was könnte da drin sein, was ich unbedingt brauche? Ein Pilz? Vielleicht ein Pilz. Ah, das muss ein Pilz sein. Weil dann wäre ich jetzt hier mit Pilz unterwegs und wäre jetzt hier groß und oha, ja, da muss ich... Okay, löst ihr den jetzt aus? Okay. Das ist dann ja eine gute Stelle für Dinge. Okay, sehr gut. Dann haben wir die Stelle jetzt geschafft. Puh. Das ist jetzt nicht so das geilste Level. Das war dumm. Wait, aber wie springe ich jetzt ab, ohne dass ich... Ich will... Moment, wie kann ich hier mit B abspringen? Ich kann hier nicht mehr mit B abspringen, ich habe es verhauen. Ich kann nicht anders abspringen als mit dem Drehsprung. Das ist natürlich jetzt dumm. Aber das heißt ja dann... Hä, wie soll man denn vorher... Ich kann nicht... Hä? Dann brauch... Hä? Ach, dafür ist das Wasser da. Oh mein Gott. Verstanden. Alter. Was ein Level. Das ist passiert. Mario kauft Getreide. Okay, Mario. Borat sorgt jetzt dafür, dass du Getreide kaufst. Sehr gut. Finde ich super. Getreide kaufen ist eine sehr gute Sache. So. Wer ist Borat? Hops. Okay. Mario kauft Getreide und es kostet mehr als 18 Euro. Mario sagt, oh, ich bin so
Sober, ich muss jetzt ganz schnell hochkommen. Ich muss unbedingt mit meinem Getreidehändler reden und etwas Getreide kaufen. Okay. Ist das Marios Haus? Ja, aber er kann nicht mehr nach Hause, weil er nicht in die Tür reinkommt. Schade. Ich glaube, derjenige, der das hier gebaut hat, hat auch zu viel Getreide gegessen. Okay, Yoshi ist der Getreidehändler. Und da sind Hunde, die wollen auch das Getreide. Aber erstmal müssen wir das Getreide uns holen. Das einfach nur ein Schlüssel? Mario. Okay, das ist einfach nur ein Schlüssel, den wir mitnehmen müssen. Okay. Das ist alles gut. Das wollte ich nicht. Können wir das Level einfach ganz schnell abschließen? Hatte das irgendwie den Secret Exit oder so? Nee, ne? Oh, mehr Getreide. Wait, hä? Es muss ja so rum. Hä? Es war schon richtig. Ja, ich verstehe ich nicht. Egal, das ist ein sehr merkwürdiges Level. Ah. Ja, vor allem, man braucht den Weg überhaupt nicht. Wir. Ah, verstanden. Brauche ich das Getreide am Ende überhaupt wirklich? Oder kann ich auch ohne das Getreide das Level schaffen? Aber ich verstehe den halben Sinn des Levels halt nicht. Also vom Aufbau her, ne? Es gibt irgendwie, gehen alle Wege führen irgendwo hin. Und das hat jetzt ja kein Secret Exit, das heißt, die Yoshi-Coins sind auch nicht relevant. Glücklicherweise. Das ist ein. Ja, danke. Ich hätte das Getreide überhaupt nicht mitnehmen müssen. Okay. Ich habe es nur am Anfang gebraucht, um die Blöcke aufzumachen. Für nichts anderes. Das war jetzt so ein Level, ne? Ich meine, klar, die Level hier sollen schlecht sein, aber das war halt schlecht, schlecht. Ja, selbst als Parodie. Selbst, also selbst wenn eine schlechte Parodie keinen Spaß macht, dann ist, keine Ahnung, egal. Constant Lessons von Epidemi habe ich noch nie gehört. Wer ist das? Six Corby, doch, Six Corby habe ich schon mal, meine ich schon mal gelesen zu haben. Warum normale Musik? Oh, ist das dieses? Ja, das soll dieser Glitch jetzt sein. Okay. Ja. Wenn ich ein anderes Netz, ein anderes Dings berühre, dann kann ich nicht mehr klettern, ne? Hier, dann ist vorbei. Und wir wollen in der Welt weiter klettern. Aber berühren darf ich sie schon. Ich darf sie nur nicht klettern berühren, ne? Ich glaube, so ist es. Mal kurz testen, wenn ich da durchspringe. Das dürfte passieren. Nee, selbst das darf ich nicht. Okay, interessant.
darf sie also gar nicht berühren. Na gut. Dann berühre ich sie eben gar nicht. So, jetzt ist erstmal wieder die ganze Welt ein riesiges Netz. Ich liebe diesen Glitch. Aber ich liebe den Glitch mehr, wenn er nicht verlangt ist. Weil jetzt ist es Nice. ja gedacht so. Jetzt ist es ja so gedacht, dass es ein bisschen suboptimal. Ich glaube, ich hänge an dem Ding dran. Ja, Mist. Das war nicht der Plan. Lass mich in Ruhe. Mist. Ach so, ich kann ja das hier machen. Ich bin ja auch blöd. Easy. So. Das dürfte auch nicht das Problem sein. Warum ist da so eine... Ah, okay, verstanden. Muss ich da... Kann ich da hinterher? Der kommt runter, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich muss da vielleicht hoch. Muss ich gar nicht. Ups. Okay. Hui. Ja, das war blöd. Hui. Ah, das war auch blöd. Hui. Ich hab's wieder berührt, das gibt's doch nicht. Okay, jetzt. So, easy. Okay, jetzt kommt hier ein... Das Ding hier. Das Ding ist ja, man könnte die wahrscheinlich auch irgendwie offscreenen. Ah, ist gar nicht notwendig. Hui. Ah, okay. Also die Shell muss einmal nach drüben. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Zack. Und zack. Und jetzt ist eh alles normal. Okay. Und wir machen weiter damit. Für die, die nicht wissen, wie dieser Glitch entsteht, der Glitch entsteht, indem also ich klettere an einem Seil und während ich an dem Seil klettere, zieht das Seil gegen eine Wand, sodass Mario von dem Seil abrutscht, so wie hier. Zack. Und dadurch denkt das Spiel, dass ich immer noch an dem Seil bin. Und dann ist die ganze Welt sozusagen das Seil. Und deswegen ist, wenn man jetzt ein neues Seil berühren würde, denkt das Spiel, dass ich das Seil loslasse, beziehungsweise, ne, dann bezieht sich die Kletterphase nur noch auf das Seil an sich, das ich eben berühre. Deswegen bricht dann dieser Effekt wieder ab. Ansonsten denkt das Spiel halt die ganze Zeit, dass ich noch am Seil bin und ich kann durch die ganze Welt klettern. Das funktioniert immer wieder, überall. Man muss halt nur es schaffen, man muss es halt nur schaffen, dass man dass man na sag schnell ich kann nicht reden. Ich kann nicht reden. Nein, was mache ich denn? Oh mein Gott, warum ist die Stelle so komisch? Ist sie doch eigentlich gar... Ja, geht doch. Dass man ich weiß gar nicht, wie ich den Satz angefangen. Ich hab, okay, ich kann den Satz nicht mehr beenden. I'm sorry. I lost. Ich hab vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Jetzt kann ich ihn nicht mehr beenden. Yo, Yoshi, willst du essen? Ist das hier für Yoshi? Oder was ist hier los? Ah, nee, verstanden. Yoshi darf das nicht essen. Yoshi muss da durchgestupst werden. Dann ist Yoshi. Was wäre jetzt schlecht gewesen, wenn er... Hey, ich... Wait, hätte ich...
Ich hätte Yoshi fangen müssen, kann das sein? Ah, Mist. Ist es das? Ach, er macht den Block hier. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, gut, alles richtig gemacht. Muss man schon verstehen, was da verlangt ist, ne? Huch. Wait, aber hier komme ich jetzt nicht raus, ohne von dem Seil getroffen zu werden, oder? Ja, jetzt werde ich safe von dem... Okay, von dem Seil werde ich jetzt auf jeden Fall erwischt. Nee, darf ich nicht. Oh, okay. Ich kann dafür sorgen, dass die Disco-Shell gegen den Block knallt und dann bricht das Seil hier runter, weil dann die Dings weggeschnitten wird. Oh. Also die Ideen sind schon cool in dem Level. Um diesen Glitch so ein bisschen wirklich zu benutzen. Das ist schon ganz lustig. Ah, doch, die... Ah, ich darf bestimmt nicht. Achso, ich muss durchklettern. Oh, hätte ich wissen müssen, wo ich durchklettern muss? Oder passt das automatisch? Ah, es passt einfach, okay. Okay, das war dieses Level. Jankman wäre dann das nächste. Das gibt's aber beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.